So Leute, heute in diesem Video soll es mal auf jeden Fall hier um den Season 9 Rückblick gehen. Und zwar kann man den jetzt ja selbst kreieren. Und wie das Ganze geht, werde ich euch heute in diesem Video zeigen. Lasst auf jeden Fall jetzt schon mal einen Like da und ein Abo da, falls ihr neu seid. Würde mich mega, mega freuen. Und ich werde euch den Link zu dieser Seite in die Videobeschreibung packen. Dann müsst ihr euch einfach mit euren Epic Games Daten anmelden. Und dann kommt ihr hier auf diese Seite hier. Und ja, dann würde ich sagen, kreieren wir mal unseren Season 9 Rückblick. Okay. Das ist auf jeden Fall jetzt neu hier, dass ihr ja aussuchen könnt, was ins Video kommt. Ihr könnt nur bestimmte Sachen auswählen, also eine gewisse Anzahl. Ich glaube, 5 oder 6 Stück könnt ihr hiervon auswählen. Ja, also ich finde, die Wins sollten schon drin sein. Neo-Tilted Landungen, nee. Wix Bounty, nee. Favorite Outfit könnten wir nehmen. Favorite Emote. Vapen ist eigentlich egal. Drop Spot, nee. Das auch nicht, das auch nicht, da habe ich sowieso 100 Vorpads gesammelt, interessiert mich eigentlich nicht, das auch nicht, das auch nicht. Ihr könnt natürlich so machen, wie ihr das möchtet, ist euch überlassen. 14 Days of Summer Challenges, nee, das nehme ich auch nicht. Highest Elimination, also die höchste Killzahl, die ihr wahrscheinlich in der Runde gemacht habt, das können wir auch eigentlich nehmen. Best Placement, nö, eigentlich nicht. Best Mate können wir auch reinnehmen. Und natürlich den Supporter Creator Code. Mal schauen, welchen ich eingetragen habe. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir schon zu der Stufe 2. Da könnt ihr den Hintergrund auswählen. Wir nehmen mal. Okay, wir nehmen mal Orange. Ihr könnt das Ganze so oft machen, wie ihr wollt. Musik. Wir machen mal hier kurz Stopp. Irgendwie habe ich das auch schon hier gerade eben gemacht, aber die Musik wurde nicht richtig mit aufgenommen oder so. Keine Ahnung, was da los war. Also, ihr könnt hier Musik auswählen, aber ich mache mal gar keine. Weil das könnt ihr dann selber machen und ich drücke jetzt mal hier auf Create Video. Dann wird das Ganze hier schnell erstellt für euch. Und dann schauen wir uns das auch gemeinsam an. So, ihr könnt euch das Ganze hier runterladen oder den Link einfach kopieren. Okay, das ist dann hier, seid ihr dann bei dem Video. Das könnt ihr dann hier abspielen, wir machen das Ganze mal groß. Okay, let's go. Mal schauen, wie viele Wins ich geholt habe. Ich glaube irgendwas über 100, ja genau, 146 epische Siege errungen. Okay, klingt schon mal gut. Mein Lieblingsoutfit war Iconic 1007 Mal. Okay, krass, habe ich das benutzt? Crazy. Ja, okay, voll ablachen habe ich auch sehr oft benutzt. 914 Mal, krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Was kommt noch so? 29 Kills in einer Runde hatte ich. Okay, daran kann ich mich nicht erinnern, aber okay. Ah, okay, mein Ehren-Duo-Mate. 644 Mal gezockt mit ihm. Krass. Du hast FER-JUS als Supporter-Creator-Code eingetragen, natürlich. Ich hoffe, ihr auch, Leute. Ja, und das war hier so mein Season 9 Rückblick. Ich hoffe, euch hat das kurze 3- bis 4-minütige Video gefallen und ich hoffe, ich konnte euch damit auch helfen, euren eigenen Season 9 Rückblick zu erstellen. Und dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.